Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Hermit Pack. Ja, wir haben jetzt mal angefangen, hier oben ein bisschen auszuräumen, ein bisschen Struktur zu schaffen, damit wir hier Platz haben zum Bauen. Das müssen wir heute natürlich weitermachen. Ich nehme immer noch gerne Vorschläge für Texture Packs in Anspruch. Also wenn ihr welche habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Schlecht, gut, völlig egal. Kühe nerven schon wieder. Und das Blöcke hochspringen nervt auch schon wieder. Kann man machen. Ich habe mir überlegt, dass ich hier was Modernes bauen möchte. Moderne Stadt. Werde mal mit einem modernen Haus anfangen. Aber im Gesamten soll es eine moderne Stadt werden. Bin mal gleich gespannt, was das für ein weißer Stein ist, ob das Marmor ist oder was auch immer. Weil wir müssen uns ja da auch an gewisse Baumaterialien halten. So, da setzen wir mal das hin. Und da noch eine. Alabaster. Ja, das habe ich nämlich schon irgendwo gesehen, dass es hier nicht nur, ich sag mal, normale, oder dass es hier einfach andere Gesteinsarten gibt. Hallo? Warum hast du gerade gehangen? So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir als nächstes tun sollten. Ich glaube, wir machen uns noch ein paar Werkzeuge. Ein bisschen Holz. Und dann gehen wir mal nach unten und graben uns noch ein bisschen runter. Vielleicht finden wir auch schon ein bisschen anderes Zeug. Spitzhacken sollten wir genug haben. Fackeln können wir noch ein paar gebrauchen. Ich wollte mir eigentlich noch eine Werkbank machen. So, mal eine Werkbank ist da unten auch nicht ganz verkehrt. So, irgendwo da hatte ich ja schon mal einen Eingang gebuddelt. So, dann gehen wir mal nach unten. Ich hoffe, dass hier die Ressourcen auch irgendwie vorhanden sind. Bisher haben wir noch gar nichts gefunden, weder Kohle noch sonst irgendwas. Andesit sehe ich da unten. Den gibt es hier also auch. Jo, und dann buddeln wir mal. Ist natürlich immer langweilig. Vor allem, wenn man nichts findet. Aber das kriegen wir bestimmt diese Folge auch noch hin, dass wir irgendwas Interessantes finden. Ich hoffe mal Eisen oder so. Und vielleicht kriegen wir auch, was ist das? Sandstein? Ist das Sandstein? Warum ist hier einfach so Sandstein? Oh verdammt. Falsch gebaut. Höhe 61. Wir sind immer noch sehr hoch. Kohle. Kohle ist schon mal gut.
Ich werde natürlich probieren, das Projekt hier wieder ein bisschen voranzutreiben. Ja, ich möchte nicht wieder... Minecraft City ist ein geiles Projekt gewesen. Da wird es vielleicht auch in ein, zwei Monaten nochmal eine neue Auflage von geben. Vielleicht auch mit ein paar mehr Mitspielern. Wenn ihr daran Interesse habt, dann könnt ihr euch einfach mal bei mir bewerben sozusagen. Das heißt, ihr schreibt mir einfach eine Nachricht, dass ihr daran Lust hättet, welche Minecraft-Erfahrungen ihr habt. Und dann werde ich mal schauen, bin ich da. Da oben ist noch irgendwas anderes. Wen ich dazu alles einladen kann oder möchte. Ja, ich werde natürlich gucken, dass da nicht jeder drauf kommt, weil... Was ist denn das? Ein Lied. Weil ich möchte da natürlich trotzdem irgendwo... So, zumachen. Nicht haben, dass alles Mögliche an Leute draufkommen, wo dann auch Blödsinn machen. Ja? Also es muss einen gewissen Standard haben, weil es wäre ärgerlich, wenn wir da wirklich so wie bei Minecraft City 1,5 Jahre oder so irgendwas aufbauen und dann wird es einfach durch Dummheit oder so kaputt gemacht. Das will ich nicht. Hier ist ein Hall drin. Hört ihr das? Das ist Uran. Plopp. Ah, da ist ein Hall. Das ist cool. Die haben sich richtig was einfallen lassen. Ein Hall in der in den Sounds. Ist cool, gefällt mir. Wahrscheinlich sobald man unter die Nullgrenze, also 64 Blöcke kommt. Hallo, ich will da hoch. Ich nehme an, dass es Kupfer ist, das will ich alles mitnehmen. Diorit haben wir hier auch. Das Uran können wir jetzt natürlich leider noch nicht abbauen. Bessere Spitzhacke dafür. Aber wir finden hier jetzt schon mal Eisen und alles mögliche anderes Zeug. Das gefällt mir schon. Hier ist ein Mechanism drauf. Ja, Mechanism ist ein ganz cooles Modpack, was vor allem die Ressourcen angeht. Ich muss natürlich gucken, wie ich Strom gewinnen kann. Der Sound ist geil. Hopp, hopp, hopp. Alles Metall hinterlegt. Zinnober haben wir da oben wahrscheinlich. Oh, Eisen gibt's hier. Gibt's hier viel. Oh, das ist eine gute Ader, die wir hier gefunden haben. Zinnober lassen wir mal da, das brauchen wir. Also ich habe noch nie irgendwie sinnvoll Zinnober gebraucht, außer mal ein bisschen bei Sky Factory im bei Towncraft. Towncraft will ich hier jetzt nicht unbedingt machen. Ich will hier mal eher gucken, dass ich ein bisschen was an Technik zustande kriege, was ich ja normal nicht mache. Ist wahrscheinlich nochmal Lead. Ihr wisst ja, meine englische Aussprache wird immer von Mephisto bemängelt und von Mavia. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich schwätze einfach so, wie mit Goschwachse ist. Ja, so ist das bei mir. So, wir haben schon ein paar interessante Sachen gefunden. Uran, ja, ist toll. Weiß jetzt noch nicht, was ist das hier? Kann man das abbauen? Ja, abbauen schon, aber das will irgendwie nicht zu mir kommen.
ist die Spawn, was ich da gerade abgebaut hatte. Ich glaube, das war... In irgendeinem Modpack war das, glaube ich, Draconium oder so. Sah, glaube ich, so ähnlich aus. Ja, mein Handy ploppt ab und zu. Lasst euch davon nicht irritieren. Da war auch noch was. Ne, doch nicht. Ich dachte, da wäre hier... Peng! Richtig geil. Also die Sounds gefallen mir. Und was sind wir denn? 41. Ich glaube, ich werde mir auch mal gucken, was ich schnell hier zaubern kann, damit ich automatisch Ressourcen farmen kann. Was ich immer ganz gern mache, ist ja die Mining Turtle. Ich glaube, wir haben Nacht. Dann sollten wir hier noch ein bisschen zubringen, damit wir nicht in der Nacht nach oben gehen. Muss ja nicht sein. Kohle nehmen wir im Moment mal alles mit, was wir kriegen können. Wer weiß, wann wir da wieder drankommen. Und wer weiß, wie viel Kohle wir brauchen, damit wir unseren Energievorrat, also Energie im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist irgendwo ein Creeper vor mir. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Nicht, dass der gleich bei mir ist. Und irgendwo ist auch ein Wasserloch, weil da haben wir Squids. Sogar bald schon. Wie bin ich denn hier reingekommen? So, so vermutlich. So. Noch mehr Eisen. Noch mehr Uran. Dann bietet sich wohl ein Atomreaktor an. Das Uran versperrt mir immer so ein bisschen halb den Weg. Eine Schaufel haben wir noch, das ist gut. So, jetzt ist oben wieder hell. Aber ich glaube, die Spitzhacke mache ich noch kurz weg, bevor wir uns wieder nach oben begeben. Was ist da, eine Höhle? Ist da eine Höhle? Ne, da ist irgendwie ein Block. Ich dachte, das wär nur schwarz. Was ist das? Ist das Basalt? Jawohl. Das ist cool. Basalt können wir gut gebrauchen für ein modernes Haus. Ja, den Basalt werde ich jetzt... Ich glaube, in den Basaltkuppeln war eigentlich immer irgendwas drin. Wenn ich mich da recht dran erinnere. Dann wird man hier den Basalt mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Jetzt sehe ich nichts mehr. So dunkel hier. War das Dense Kohle? Black Quartz Ore. Okay. Wofür brauchen wir das? Black. Void Ore Miner.
Black Wool. Die Sounds sind einfach geil. Also ich habe keine Ahnung, wofür man das jetzt im Moment brauchen, wahrscheinlich gar nicht. Da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen weit weg von. So, hier lassen wir mal auf, dann können wir hier rein und weiter Quarz farmen. Oder gibt es hier gar nicht so viel. Dann nehmen wir das mal alles mit. Wenn es das schon war, oh, da hat es Rubine. Ich weiß jetzt noch nie, irgendwie kann ich die damit abbauen. Sieht nicht so aus. Verdammt, ein Rubin haben wir uns gekillt. Egal, wir gehen nach oben. Hallo, warum geht es nicht schneller? Was ist das? Marble, Alabaster. Das ist Marble. Okay. Ich will aber eigentlich Alabaster. Das ist auch Marble. Gut, Alabaster gibt es wohl hier unten nicht. Doch, das hier hat eine andere Struktur. Das ist Alabaster. Alabaster sieht ein bisschen besser aus wie der Marble, muss ich sagen. Der hat ein bisschen eine schönere Struktur. Und mache hier auch einen Eingang, um den Alabaster abzutragen. Wir brauchen helle und dunkle Farben für unser Haus. Da kommen ja diese Farben hier, Alabaster und Basalt, sehr gelegen. Ich weiß, Spitzhacke. Ich wollte noch eine kaputt machen und dann wollte ich eigentlich aufhören. Aber so ist es eben beim Fahren. Ihr kennt es ja. Ihr kennt das Spiel ja. So. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Grundbaustein. Ich werde jetzt oben gleich noch 8 Sand mitnehmen, damit ich mir auf jeden Fall Glas brennen kann. 8 einfach, damit ich nur eine Kohle verschwende. Also die maximale Ausbeute kriege von Kohle. Die Alabaster-Schicht ist groß hier. Ja. Oh, ich habe schon über ein Stack, gleich 2 Stacks Alabaster. Das ist supi. Wie viel gibt es denn hier noch? So viel wollte ich eigentlich gar nicht dippen hier. Das war jetzt glaube ich auch wieder Marble. Da hat es noch ein bisschen Kupfer. Ja, das ist Marble, das ist Alabaster. Ich finde, es ist recht gut zu unterscheiden. Kupfer nehmen wir noch mit und dann ist Feierabend, wenn wir die Alabaster-Schicht abgetragen haben.
Okay, das Eisen nehmen wir auch noch mit. Oh Mann. Also wenn es hier Ressourcen gibt, dann gibt es die, gibt es genug davon. Sehe ich da Schweine auf der Minimap? Sind die unter Tage? Nein, oder? Da ist noch ein Kupfer. Da sind noch zwei Eisen. Okay, drei Eisen, vier Eisen. So. So, jetzt haben wir aber auf jeden Fall in der Ecke den Alabaster abgetragen. Das soll für jetzt auch genug sein. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Sand holen und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich bin schon wieder viel länger unterwegs, wie ich eigentlich möchte. Sand brauchen wir noch. Dann nehmen wir noch einen Sand mit. 16. So. Ja, Grunz. Grunz, Gesundheit. Hier. Geh schon. Oh, unser Rubberwood ist auch gewachsen. Sehr schön. So, noch kurz eine Kiste für Baumaterial. Und dann haben wir es geschafft für heute. Die Werkbank habe ich gar nicht gebraucht. Auch gut. Habe ich mich jetzt... Ich habe mich vertan. Ich wollte eigentlich mehr machen. So, ich hab doch nur 15 Sand. Egal, dann machen wir eben nur 15 Gläser. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. War jetzt ein bisschen langweilig, hier nur ein bisschen zu farmen. Aber ihr wisst, das gehört dazu. Ja, ohne Farm kommen wir sowieso nicht voran. Weil sonst fehlen uns die Rohstoffe. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Minecraft Hermit Pack. Und bis dahin, vielen Dank. Ciao, Leute.